Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Digitale Cello-Schule. Mein Name ist Julia Carrasco, ich bin professionelle Cellistin und Cello-Lehrerin. Ich unterrichte derzeit online und heute bringe ich dir die Antwort an diese Frage, die sich viele machen am Anfang. Soll man einen Cello mieten oder lieber kaufen? Meine Antwort ist, ich empfehle dir, wenn du absolut Anfänger oder Anfängerin bist, miete dein Cello. Du kannst einen guten Cello mieten ab 30 Euro im Monat bei fast jedem Geigenbauer. Und das ist schon ein Unterschied zu sagen, ich investiere 2000 Euro in einen guten Cello für Anfänger oder ich bezahle monatlich 30 Euro. Es lohnt sich für den Anfang auf jeden Fall und dann gleichzeitig kannst du entweder mit deinem Geigenbauer sprechen, wenn du danach das Cello kaufen möchtest. Am besten ist so, wenn du in Kontakt bist mit dem Geigenbauer von Anfang an. Deswegen, wenn man einen Cello via Geigenbauer mietet, ist man in bessere Hände, als wenn man irgendwo im Internet einen Cello kauft. Auch wenn du einen Cello kaufst im Internet, kann es sein, dass dein Cello eine Reparatur braucht und dass du mehr Geld bezahlst am Ende bei der Reparatur, als was das Cello gekostet hat. Wenn du beim Geigenbauer gehst, kannst du auf diese Detail achten, und zwar Ende der C-Seite und Anfang der Griffbrett. Hier genau sollst du messen, wie viel Abstand gibt es. Okay. Und zwar, mein Finger passt genau dazwischen, das sind genau 6 Millimeter in meinem Fall, und den Abstand hier zwischen Ende der C-Seite und Griffbrett soll zwischen 4 mm und maximal 6 mm sein. Wenn das weniger als 4 mm ist, dann sollst du zum Geigenbauer gehen, die sollen etwas reparieren, weil dann die Saiten, wenn du denn mit dem Bogen spielst, dann die Schwingung, die die Saite macht, das verrührt dann den Griffbrett und dann klingt ein Geräusch, wenn man spielt. Und wenn mehr als 6 mm ist, dann die Finger leiden sehr viel beim Drucken, weil dann hier gibt es sehr viel Abstand. Und das ist für den Finger nicht so schön, wenn du zu viel Druck machen musst. Ein anderer Aspekt ist, dass viele Celli, die verkauft werden, sind alt, die dem Holz sehr schön aussieht, weil das ist ein altes Holz ist. Sollst du aber fragen, wie lange wurde das Cello nicht gespielt, weil es gibt Fälle von Celli, die zum Beispiel 100 Jahre lang in einem Schrank waren, nicht gespielt wurden und das Holz braucht konstant in Schwingung bleiben. Und es ist wichtig auch zu wissen, ob das Cello wurde die letzten Jahre gespielt oder ob der eine lange Zeit war, ohne gespielt zu sein. Wenn nicht, dann das Cello war nicht gepflegt, dann es kann sein, wenn in das Haus, wo das war, wenn da eine sehr trockene Luftfeuchtigkeit war, kann sein, dass du das Cello kaufst. Du siehst, es gibt keine Risse an das Cello, aber nach einem Monat plötzlich hast du einen Riss und du sollst zum Geigenbauer gehen. Und das ist natürlich nicht so schön, wenn das Riss hier auf die Rückseite von das Cello ist. Gefährlich, da weiß man nicht, ob du das Leben von dieses Cello retten kannst. Es könnte auch sein, dass wenn das Cello 100 Jahre in einem Schrank war, dass da Würmer in das Holz sind. Ehrlich gesagt, ich wollte einem Cello kaufen und mir hat das Cello gut gefallen, aber ich habe eine starke Intuition gehabt, dass irgendwas war nicht richtig in das Cello. Ich habe meinen Lehrer gefragt, weil er kam mit mir zum Geigenbauer, einen Cello zu testen, und ich habe gefragt, hey, was sind, da gibt es so kleine Löcher, was ist das? Und dann hat er mich geguckt, das sind Würmer. Also das heißt, es gab keine Würmer mehr da, aber da haben Würmer in das Cello gelebt, und sobald man wieder spielt, dann die Würmer leben nicht mehr, sind so kleine Würmer. Niemand möchte so einen Holz von einem Cello besitzen, ne? Also da muss man richtig aufpassen, weil sowas kann auch beim Geigenbauer stattfinden. Ich werde nicht sagen, welcher Geigenbauer das war, nicht in welcher Stadt das war, aber zum Glück mein Cellolehrer war mit mir und er hat das gesehen, weil sonst hätte ich das nicht sehen können. Und da kommt der andere Aspekt, wenn du einen Cello kaufen möchtest, bitte geh zum Geigenbauer mit einem Professionellen oder professionellen Cellistin,
damit du eine zweite Meinung hast von jemandem, die sich gut mit das Thema Cello kennt. Diese Person soll nicht nur das Cello für dich spielen, sondern du sollst auch spielen und die Person soll dich zuhören, ob das Cello für dich passt oder nicht. Wenn du das Cello kaufen möchtest, wenn du ein hochwertiges Cello kaufst, dann ist es wichtig, dass du es auch in einen großen Saal probierst. Zwar beim Geigenbauer, den Saal klingt sehr schön. Nimm das Cello, wenn du kannst, zu Hause 2 Wochen. Viele Geigenbauer bieten diese Option an, bevor du das Cello kaufst. Ich meine, einen Cello, die vielleicht 10.000 Euro kostet. Nimm das zu Hause, teste das und wenn du dir sicher bist, dass du das Cello kaufen möchtest, dann kannst du das kaufen oder zurückgeben und weitersuchen. Ein hochwertiges Cello, es ist nicht leicht zu finden. Da soll man sehr viel testen. Das ist nicht so, wie wer Schuhe einkaufen geht und probiert 10 Paare und dann nimmt man eins, sondern soll man viel mehr testen und probieren. Wenn du ein nicht so hochwertiges Cello kaufen möchtest, dann ist es einfacher. Da findest du einen für dich viel einfacher, als wenn du mehr Geld investieren möchtest. Ein wichtiges Thema ist das Thema Versicherung, Instrumentenversicherung. Wenn du einem Cello kaufst, ich empfehle dir, dein Cello zu versichern, weil es kann immer etwas passieren und wenn du dein Cello versichert hast, musst du nur einen kleinen Teil von den Kosten tragen und wenn du ein hochwertiges Bogen gekauft hast, auch versichere das, weil Bogen sind sehr empfindlich. Ich rede von Erfahrung. Ich habe schon 2 Reparaturen gemacht zu meinem Bogen und da habe ich ein paar Euro gespart. Dein Cello zu versichern ist nicht wie dein Auto zu versichern. Es ist viel günstiger und es lohnt sich wirklich. Achte darauf, wenn du das Cello mietest. Es gibt das Gefahr, 2 Gefahren. Eine Gefahr, was ich sehr häufig sehe, ist, dass die Saiten sind alt, wurden lange nicht getauscht. Das passiert nicht bei jedem Geigenbauer, aber bei manchen passiert das. Die Saiten wurden lange nicht getauscht, leider. Das sieht man hier oben. Du kannst so mit den Finger streicheln und du merkst die Saiten, ob die so eine Rugosität haben oder ob die glatt sind. Wenn die glatt sind, dann super, dann sind sie neu. Aber wenn nicht, wenn du merkst, oioioi, da tut mein Finger weh. Das heißt, die Saite wird zerrissen bald und da sollst du mit dem Geigenbauer sprechen. Hey, ich denke, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Können Sie bitte schauen? Vielleicht sollen wir die Seite tauschen, also immer reden, bevor du das Cello zu Hause nimmst. Den anderen Aspekt beim Cellos, die vermietet werden, auch wenn du das Cello kaufen möchtest, bitte schaue, ob du einen Wolfton entdeckst, wenn du dein Cello ausprobierst oder soll auch bitte jemanden probieren, das Cello, wenn du noch kein Cello spielen kannst, soll die Person das Cello probieren, hier zwischen die erste und die vierte Lage, hier soll mindestens gar kein Wolfton sein. Was ist ein Wolfton? Ich zeige es dir, ich habe einen Wolfton in meiner C-Seite, zum Glück da ist ein Bereich, wo das spielt man fast nie, dann das stört mich nicht, diese Wolfton zu haben. Das ist ein Wolfton, den ich habe in meinem Cello. Aber hier habe ich den Wolfton. Leider in vielen Celli klingt so mit dieser wah, 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 wah. Auch hier in die erste Lage oder in der vierte Lage oder in der zweite. Also hier Halsposition. Das ist sehr unangenehm, mit so einem Ton zu üben. Es gibt Wolftöter, heißt das, sind so kleine Kugelchen, die tut man auf die Saite dran. Oder es gibt auch andere Wolftöter, die den Geigenbauer auf den Holz bauen kann. Nicht alle Wolftöter können alle die Wölfe komplett eliminieren. Deswegen es lohnt sich, zuerst schauen, ob da Wolftöne sind. Teste das, bevor du das kaufst oder frag jemanden, ob sie oder er das Cello für dich spielen kann. Wenn du ein Cello online kaufst oder zu einem Geschäft gehst und du möchtest testen, ob dein Cello einen Wolfton hat, dann sollst du eine chromatische Tonleiter spielen, also alle die Töne, in einer langsamen Geschwindigkeit. Zum Beispiel auf die D-Seite mache ich das.
keinen Wolfton ist, dann ist ein gutes Cello. Dann musst du aber prüfen, bitte bei jeder Seite, ob das so ist. Ob alle die Töne glatt klingen und nicht. Da ist das. Und nicht so. Okay, so ein Ton wollen wir nicht. Das wäre alles. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls dir das Video geholfen oder gefallen hat, gib mir einen Like. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Es ist kostenlos und so verpasst du nicht jeden Video, was ich hochladen werde. Und ich freue mich, bald dich zu sehen im nächsten Video. Tschüss!